So, es soll jetzt um die Installation von Anki gehen. Wenn ihr euch die Adresse nicht gemerkt habt, könnt ihr sie zum Beispiel über Google finden, indem ihr einfach als Suchbegriff Anki eingibt. Und diese Adresse hier, das ist die Homepage, das ist der erste Link. Und dann landet ihr auf dieser Seite. Hier wird darauf hingewiesen, übrigens, dass es ein Anki 1 gibt. Das ist eine ältere Version, die ist ganz anders als die neue. Und da müsst ihr unbedingt aufpassen, dass ihr also nicht eine alte Version runterladet. Hier findet man Links zu entsprechenden Betriebssystemen. Da könnt ihr euch also das Anki runterladen. Und wenn ihr das Ganze installiert habt, startet ihr euch das und habt dann hier diese Oberfläche. So, zunächst mal ist kein Stapel vorhanden und jetzt muss ich irgendwo an einen Stapel rankommen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man hier synchronisieren startet und dann kommt die Meldung, dass man sich anmelden muss. Dieses Anmelden kann hier geschehen oder man geht auf die Homepage. Was hier? Da ist hier der Link Anki Web und dann kann man sich hier, bin gerade angemeldet da, kann man sich hier anmelden, also eintragen, sign in und mit diesen Anmeldedaten, die man dann hier eingibt, kann man sich dann an dieser Stelle anmelden. So, und das mache ich jetzt mal. So, und dann hat sich eigentlich zunächst nicht so viel verändert. Hier ist eine Anzeige, die erscheint deshalb, weil ich das schon ein bisschen ausprobiert habe. Ich habe euch ja die Stapel zum Lernen vorbereitet. Und um an die dran zu kommen, könnt ihr das jetzt nun hier machen, unter Stapel herunterladen. Dazu müsstet ihr oder solltet ihr aber auf jeden Fall eben angemeldet sein und das habt ihr ja jetzt gerade gemacht. So, dann kommt man hier auf eine Seite. Man hat hier die Möglichkeiten, verschiedene Kategorien auszuwählen. Wir machen es aber einfach so, dass wir suchen, beziehungsweise ihr solltet nach meinem Namen suchen. Und dann findet ihr hier drei Kartenstapel, die ich veröffentlicht habe. Diese Kartenstapel hier sind schon ein bisschen alt, ich würde sie nicht verwenden. Ich weiß allerdings leider nicht, wie ich sie löschen kann. So, das ist jetzt hier der Stapel für Klasse 8, der ist auf jeden Fall aktuell. Man kann ihn dann hier herunterladen und man kriegt dann, wenn man das heruntergeladen hat, eine Datei APKG und die wird gleich in Anki geöffnet. Und man sieht dann hier, dass die eben eingefügt worden sind. So, jetzt könnte ich hier meinen Kartenstapel auswählen und kann dann gleich anfangen mit dem Lernen. Aber wir gucken uns vorher noch mal kurz an, was es sonst noch hier für Möglichkeiten gibt. Zum einen gibt es hier zwei Knöpfe. Das eine ist Optionen. Diese Optionen bieten die Möglichkeit, das Lernen eben so ein bisschen individueller zu gestalten. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne Sprachen, Fremdsprachen lernen, dann ist das vielleicht ein bisschen anders, als wenn ich für Chemie was lernen möchte. Und deshalb kann man hier verschiedene Optionengruppen anlegen. Zum Beispiel eine neue hinzufügen, das Thema Chemie lernen. Und dann wird mir diese Gruppe angelegt und ich kann diese Optionengruppe dann eben also speziell einstellen. Was wichtig ist, die gilt jetzt nur für diesen einen Stapel. Ja, diese Optionengruppe wird von einem Stapel verwendet. So, was gibt es da für Einstellungen? Im Grunde genommen so viel, dass man auf Anhieb oder beim ersten Mal gar nicht alles durchblicken kann. Ich zeige euch erstmal die wichtigen Einstellungen. Das ist zunächst mal hier die Reihenfolge. Ich würde euch raten, gerade wenn ihr einen Stapel mit Begriffen habt, die ihr schon alle kennen solltet, nehmt dieses hier, zeigt neue Karten in zufälliger Reihenfolge, also eben nicht in der Reihenfolge, in der sie hinzugefügt wurden.
Auch noch wichtig, versuche zusammengehörige Karten nicht nacheinander zu zeigen. Und zwar, was sind zusammengehörige Karten? Da gibt es nämlich in Anki beim Erstellen von Kartenstapel eine Möglichkeit, sich Arbeit zu ersparen. Nämlich, wenn ich etwas vorwärts und rückwärts lernen muss. Also zum Beispiel bei Fremdsprachen von Deutsch nach Englisch und von Englisch nach Deutsch. Dann kann mir Anki diese zwei Karten automatisch erstellen. Ich gebe nur die Kombination an und kriege daraus automatisch zwei Karten. Und diese zusammengehörigen Karten, die möchte man natürlich nicht hintereinander lernen, wenn halt irgendwelche andere noch da sind, werden sie also getrennt. Neue Karten pro Tag, das heißt, wie viel lerne ich am Anfang? Dazu die Information, wie Anki funktioniert. Es hat also einen bestimmten Namen, der Algorithmus, mit dem hier vorgegangen wird. Und es funktioniert aber so, dass man sagt, pro Tag gibt es eine bestimmte Anzahl an neuen Karten. Jeden Tag, in diesem Fall also 20 Karten, die neu genommen werden, nicht alle auf einmal, sondern erstmal nur 20. Und wenn diese Karten zum Beispiel Probleme bereitet haben, dann werden sie wiederholt. Hier Wiederholung. Es kann aber natürlich auch passieren, dass man vielleicht das überhaupt nicht wusste oder nichts mit anfangen konnte. Dann gibt es hier eben diese Fehlschläge und was man da noch dazu einstellen kann. Diese ganzen Zahlen hier, die haben damit zu tun, wann wird eine Karte, die ich nicht sehr gut konnte, wiederholt. Beziehungsweise es spielt also auch eine Rolle, ich meine, Karten, die ich konnte, werden auch nochmal wiederholt, nur halt in längeren Zeitabschnitten. Das Ganze ist also wirklich sehr kompliziert. Das, was ich genannt habe, neue Karten pro Tag und die Reihenfolge und dieses hier unten, das ist sicherlich das Wichtigste. Alle anderen Sachen, da muss ich mich auch selber noch einarbeiten. Okay, dann gibt es hier noch auszuwählen benutzerdefiniertes Lernen. Dazu muss man wissen, dass also die Möglichkeit besteht, die Sitzung, also die Lernsitzung, die man an einem bestimmten Tag hat, zu verändern. Eine ganz einfache Veränderung ist zu sagen, ich nehme heute 10 Karten mehr zum Beispiel. Also hier heutiger Grenzwert für neue Karten erhöhen. Hier ist die Auswahl dazu, nämlich 10 Stück. Wenn ich das jetzt machen würde, würde sich hier der Zähler neue Karten um 10 eben erhöhen oder mehr Wiederholungen durchführen. Oder, und das ist sicherlich ganz interessant, bestimmte Tags beschränken. Was sind Tags? Das sind ja so eine Art Stichworte, die man verwendet, um irgendwas zu kategorisieren, zu organisieren. Und so habe ich zum Beispiel auch die Karten immer geordnet. Also zum Beispiel habe ich Karten zum Thema Laborgeräte, zum Teilchenmodell, zu Aggregatzuständen und so weiter. Und das ist durchaus interessant, wenn ihr halt erstmal neue Begriffe lernt. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Kartenstapel habe und ihr habt noch nicht alles bearbeitet in der Schule, dann lohnt es sich ja eigentlich nicht, diesen neuen Begriff oder diese Begriffe schon zu lernen. Und dann könntet ihr also das Lernen erstmal beschränken. Zum benutzerdefinierten Lernen werde ich wahrscheinlich nochmal irgendwann ein Video machen, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. So, ja, vielleicht auch noch dieses hier, durchsuchen. Und zwar wird hier ein neues Fenster geöffnet. Hier kann ich verschiedene Sachen auswählen, was wird gezeigt. Und da gibt es hier unter anderem die Möglichkeit, für den Stapel alle Karten anzuzeigen. Und es ist dann jeweils Vorder- und Rückseite zu sehen. Hier Geräte, die Begriffe, was ist also vorne und was ist hinten drauf. Ja, nur, dass ihr so mal einen Überblick habt zum Beispiel. Okay, und jetzt geht's mal ans Lernen. Was ich jetzt hier habe, ist sozusagen die Vorderseite der Karte. Und üblicherweise ist es so, dass ja so eine Frage vorhanden ist oder ein Begriff und man muss dann zum Beispiel die Definition angeben. Ja, ist es jetzt, welchen Aggregatzustand, die Teilchen, Engbeinern und Orte, das ist ja der feste Aggregatzustand.
Wenn ich der Meinung bin, ich kann es und weiß die Antwort, würde ich dann hier eben drücken. Das kann ich auch mit Hilfe der Leertaste machen. Und dann wird mir also die Lösung angezeigt. Und es ist jetzt eben nicht so, dass ich kontrolliert werde. Das heißt, ich muss von mir aus entscheiden, habe ich es gekonnt? Also war es mir sehr einfach. Dann wird die gleiche Karte in 4 Tagen wiederholt. 4 Tage, damit ich eben das auch nicht vergesse. Auch wenn ich andere Sachen habe, die ich immer wiederhole, weil ich sie lernen oder mir nicht merken kann. Gut bedeutet, es wird eventuell in weniger als 10 Minuten wiederholt. Es könnte natürlich sein, dass es also noch innerhalb dieser Sitzung dann geschieht. Und nochmal bedeutet, dass es also sehr bald wiederholt wird. Jetzt sage ich mal, ich kann das und drücke auf, dass es kein Problem war. Hier jetzt ein Hinweis. Hier unten stehen ein paar Zahlen. 19. Wer sich daran erinnert, vorhin stand da 20. Das bedeutet, die 20 Karten, die ich neu lerne, von denen habe ich jetzt schon eine gelernt und es bleiben noch 19 übrig. So, nehmen wir mal an, ich wusste jetzt nicht, was das war und wir klicken mal hier auf nur gut und dann erhöht sich der rote Zähler hier jetzt um 1. Das bedeutet, in dieser Sitzung wird also die Karte, die ich eben als nicht so gut eingeschätzt habe, nochmal wiederholt. Wie funktionieren Trennmethoden allgemein? Ja, wie war das? Keine Ahnung. Dann drücke ich jetzt vielleicht auf nochmal und wir gucken, was passiert. Jetzt hat sich das Ganze um 2 erhöht. Warum? Der Grund ist, diese Karte wird jetzt also 2-mal in dieser Sitzung wiederholt. Deshalb um 2 erhöht. So, ich gehe jetzt einfach mal durch und sage, dass ich die anderen alle kenne. Und jetzt kommen hier also lauter Abfragen. So, ich nähere mich langsam der Null bei den neuen Karten. Und jetzt kommen die Wiederholungskarten dran. Also, was muss wiederholt werden? Und da gibt es, glaube ich, eine Regelung, mit welchem Abstand zu der ursprünglichen oder zur ersten Frage die wieder drankommen. Hier kommt jetzt nochmal das. Ja. Und jetzt gleich nochmal die Frage, wie funktioniert die Trennmethode allgemein? Also das heißt, es wird halt versucht, das möglichst intensiv nochmal dann abzufragen, damit es drin ist. So, und dann sage ich bin fertig. Und jetzt habe ich für heute also genügend gelernt. Über den Klick hier komme ich wieder auf meine Übersicht. Wenn ich jetzt hier anklicke, sagt er mir, okay, du hast heute genügend gelernt. Also ich muss nicht unbedingt mehr lernen, ich kann auch mehr lernen. Das kann ich zum Beispiel über das benutzerdefinierte Lernen erreichen. Was ganz interessant ist oder auch vielleicht auch sinnvoll ist, wenn man eben mehrere Geräte hat, also zum Beispiel nicht nur am PC, sondern auch auf dem Handy lernen will, sollte man auf jeden Fall synchronisieren. Und dann wird also quasi über den Server dann wird also im Server gespeichert, wie häufig ich jetzt hier gelernt habe, beziehungsweise wo meine Probleme waren bei diesem Stapel. Und wenn ich das dann morgen wieder öffne, das Programm Anki, bekomme ich dann wieder 20 neue Karten und wahrscheinlich auch noch ein paar, die ich von heute wiederholen muss, weil ich gesagt habe, dass ich da Probleme hatte. So, das war es also zur Benutzung von Anki und dem Herunterladen von Karteikarten
stapeln, die online verfügbar sind.